Adventure number 2. Abenteuer Nummer 2. The Red-Headed League. Die rothaarige Liga. It was autumn. Es war Herbst. It was last year. Es war im letzten Jahr. I went to visit my friend. Ich habe einen Freund besucht. His name was Sherlock Holmes. Sein Name war Sherlock Holmes. He was deep in conversation with a man. Er war in eine Unterhaltung mit einem Mann vertieft. The man was stout. Der Mann war korpulent. The man was red-faced. Der Mann hatte ein rotes Gesicht. The man was elderly. Der Mann war älter. The man had fiery red hair. Der Mann hatte flammend rotes Haar. I apologized for my intrusion. Ich entschuldigte mich für die Unterbrechung. I was going to leave. Ich war dabei zu gehen. Holmes pulled me into the room. Holmes zog mich in den Raum hinein. He closed the door behind me. Er schloss die Tür hinter mir. You came at the perfect time, he said. Sie kamen zum perfekten Zeitpunkt, sagte er. Mr. Wilson, may I present Mr. Holmes? Herr Wilson, darf ich Ihnen Herrn Holmes vorstellen? He has been my partner. Er war mein Partner. He has been my helper. Er war mein Helfer. He will be very useful to me. For your case. Er wird mir in Ihrem Fall sehr nützlich sein. The stout gentleman half rose. Der korpulente Herr stand halb auf. The stout gentleman bobbed his head in greeting. Der korpulente Herr nickte als Begrüßung. The stout gentleman gave a questioning glance. Der korpulente Herr schaute fragend. The stout gentleman's small eyes were encircled with fat. Die Augen des korpulenten Herrn waren von Fett umgeben. Please sit in that armchair, said Holmes. Setzen Sie sich bitte in meinen Sessel, sagte Holmes. He sat again in his armchair. Er setzte sich wieder in seinen Sessel. He put his fingertips together. Er legte seine Fingerspitzen aneinander. This was his custom. When he was thinking. Das war seine Angewohnheit, wenn er dachte. I know, my dear Watson. Ich weiß, mein lieber Watson. That you share my love of all that is bizarre. Dass Sie meine Lieben zu allen Bizarren teilen. That you share my love of all that is outside convention.
dass sie meine Liebe zu allen Unkonventionellen teilen. That you share my love of all that is outside of routine. Dass sie meine Liebe zu allem Ungewöhnlichen teilen. That you share my love of all that is outside of everyday life. Dass sie meine Liebe zu allem nicht Alltäglichen teilen. You have chronicled much of it. Sie haben viel davon aufgezeichnet. You have also embellished many of my adventures. Sie haben auch viele meiner Abenteuer ausgeschmückt. Your cases have been of interest to me, I said. Ihre Fälle waren für mich interessant, sagte ich. Mr. Wilson came to visit me this morning, said Holmes. Herr Wilson kam heute früh, um mich zu besuchen, sagte Holmes. He has an interesting story. Er hat eine interessante Geschichte. Please tell your story again, Mr. Wilson. Bitte erzählen Sie Ihre Geschichte nochmal, Herr Wilson. Please give us more details. Bitte geben Sie uns mehr Details. The client puffed out his chest. Der Klient regte seine Brust heraus. The client took out a newspaper. Der Klient nahm eine Zeitung heraus. The client bent his head over the paper. Der Klient senkte seinen Kopf über die Zeitung. I looked at the client. Ich sah den Klienten an. I tried to analyze the client. Ich versuchte, den Klienten zu analysieren. I tried to find out what kind of man the client was. Ich versuchte herauszufinden, was für eine Art Mann der Klient war. Clothes give many clues. Kleidung gibt keine Hinweise. Appearance gives many clues. Das Erscheinungsbild gibt viele Hinweise. Sherlock Holmes is an expert in this technique. Sherlock Holmes ist ein Experte in dieser Technik. I did not see any clues. Ich sah keine Hinweise. The client looked very ordinary. Der Klient sah sehr normal aus. The client looked like a businessman. Der Klient sah aus wie ein Geschäftsmann. The client wore baggy pants. Der Klient trug eine ausgebeulte Hose. The client wore a dirty coat. Der Klient trug einen schmutzigen Mantel. The coat was unbuttoned. Der Mantel war ungeknöpft. The client had a watch. Der Klient hatte eine Uhr. The watch had a chain. Die Uhr hatte eine Kette. The chain had an ornament. Die Kette hatte eine Verzierung. The client wore a top hat. Der Klient trug einen Zylinder. The top hat was frayed. Der Zylinder war ausgefranst.
The client wore a shirt. Der Klient trug ein Hemd. The shirt had a collar. Das Hemd hatte einen Kragen. The collar was wrinkled. Der Kragen war zerknittert. Sherlock Holmes has a quick eye. Sherlock Holmes hat ein schnelles Auge. He saw what I was doing. Er sah, was ich tat. He shook his head. Er schüttelte seinen Kopf. He smiled. Er lächelte. I can deduce that Mr. Wilson has done manual labor, said Sherlock Holmes. Ich kann darauf schließen, dass Herr Wilson körperliche Arbeit verrichtete, sagte Sherlock Holmes. I can deduce that he takes snuff. Ich kann darauf schließen, dass er schnupft. I can deduce that he is a Freemason. Ich kann darauf schließen, dass er ein Freimaurer ist. I can deduce that he has been in China. Ich kann darauf schließen, dass er in China war. I can deduce that he has been writing. Ich kann darauf schließen, dass er geschrieben hat. I can deduce nothing else. Ich kann auf nichts anderes schließen. Mr. Wilson stood up. Herr Wilson stand auf. He looked at Sherlock Holmes. Er sah Sherlock Holmes an. How did you know all that, Mr. Holmes? Woher wussten Sie das alles, Herr Holmes? How did you know that I did manual labor? Woher wussten Sie, dass ich körperliche Arbeit verrichtete? It is true. Es ist wahr. I have done manual labor. Ich habe körperliche Arbeit verrichtet. I began my life as a ship's carpenter. Ich begann mein Leben als Schiffsschreiner. Your hands, my dear sir, said Sherlock Holmes. Ihre Hände, mein werter Herr, sagte Sherlock Holmes. Your right hand is larger than your left hand. Ihre rechte Hand ist größer als ihre linke Hand. You have worked more with it. Sie haben mehr mit ihr gearbeitet. The muscles are more developed. Die Muskeln sind besser entwickelt. How did you know about the Freemasonry? Woher wussten Sie über die Freimaurerei? You wear a breast pin. Sie tragen einen Anstecker. The breast pin has an arc. Der Anstecker hat einen Bogen. The breast pin has a compass. Der Anstecker hat einen Kompass. Oh, of course. Oh, na. I forgot that. Ich vergaß das. How did you know about the writing? Woher wussten Sie von Schreiben? Your right cuff is very shiny for 5 inches. Ihre rechte Manschette
ist für 5 Zoll sehr glänzend. Your left sleeve is smooth on the elbow. Ihr linker Ärmel ist am Ellenbogen glatt. It is smooth because you rested on a writing desk. Er ist glatt, weil Sie ihn auf einem Schreibtisch abstützen. How did you know about China? Woher wussten Sie von China? You have a tattoo on your right wrist. Sie haben eine Tätowierung auf Ihrem rechten Handgelenk. It can only be done in China. Sie kann nur in China gemacht werden. I have studied tattoos. Ich habe Tätowierungen studiert. The fish's scales are delicate pink. Die Fischschuppen sind zart rosa. That coloring technique is only available in China. Diese Farbtechnik gibt es nur in China. You have a watch chain. Sie haben eine Uhrkette. The Chinese coin hangs from your watch chain. Eine chinesische Münze hängt von Ihrer Uhrkette. The matter is quite simple. Die Angelegenheit ist ziemlich einfach. Mr. Wilson laughed heavily. Herr Wilson lachte sehr. I thought you had done something clever. Ich dachte, Sie haben etwas Schlaues getan. But I now see it is quite simple. Aber jetzt sehe ich, dass es ziemlich einfach ist. Can you find the advertisement? Können Sie die Werbung finden? Here it is. Please read it. Hier ist sie. Bitte lesen Sie sie. I took the paper from him and read. Ich nahm die Zeitung von ihm und las. To the Red-Headed League. An die rothaarige Liga. Job available. Arbeit erhältlich. Easy work. Leichte Arbeit. 4 pounds per week salary. Gehalt 4 Pfund pro Woche. Available to all red-headed men. Erhältlich für alle rothaarigen Männer. Must be above 21 years of age. Muss über 21 Jahre alt sein. Must be of sound body. Muss körperlich gesund sein. Must be of sound mind. Muss mental gesund sein. Apply in person on Monday at 11 o'clock. Bewerben Sie sich persönlich am Montag um 11 Uhr. I read the announcement twice. Ich las die Annonce zweimal. It was extraordinary. Sie war außergewöhnlich. What does it mean? I asked. Was bedeutet das? Fragte ich. Holmes chuckled. Holmes kicherte.
He wriggled in his seat. Er wand sich in seinem Stuhl. This was his habit when he was in high spirits. Das war seine Angewohnheit, wenn er gute Laune war. Please make a note of the paper and the date, Doctor. Bitte notieren Sie die Zeitung und das Datum, Doktor. Please, Mr. Wilson, tell us about yourself. Bitte, Herr Wilson, erzählen Sie uns von sich. Tell us about your household. Erzählen Sie uns von Ihrem Haushalt. Tell us about the effects of the advertisement on your fortunes. Erzählen Sie uns über die Effekte dieser Werbung auf Ihr Vermögen. I saw the advertisement about 2 months ago. Ich sah die Werbung vor etwa 2 Monaten. I own a pawn shop. Ich besitze eine Pfandleihe. It is not very large. Sie ist nicht sehr groß. It does no more than just give me a living. Sie tut nicht mehr, als mir einen Lebensunterhalt zu geben. I used to have 2 assistants. Ich hatte 2 Assistenten. Now I only keep 1. Jetzt behalte ich nur 1. He works for half wages to learn the business. Er arbeitet für halbes Gehalt, um das Geschäft zu erlernen. What is the name of this generous youth? Was ist der Name dieses großzügigen Jugendlichen? His name is Vincent Spaulding. Sein Name ist Vincent Spaulding. He is not very young. Er ist nicht sehr jung. It is difficult to ascertain his age. Es ist schwierig, sein Alter einzuschätzen. He is very smart. Er ist sehr intelligent. I am lucky to have such a good assistant. Ich bin froh, einen so guten Assistenten zu haben. He could be earning 2 times his salary elsewhere. Er konnte woanders doppelt so viel verdienen. But he is satisfied with half salary with me. Aber er ist bei mir mit halbem Gehalt zufrieden. I am lucky to have him. Ich bin froh, ihn zu haben. Your employee is as remarkable as the advertisement. Ihr Angestellter ist so interessant wie die Werbung. He has his faults, said Mr. Wilson. Er hat seine Mängel, sagte Herr Wilson. He is very interested in photography. Er ist sehr an Fotografie interessiert. He spends much time taking pictures. Er verbringt viel Zeit damit, Fotos aufzunehmen. He should be improving his mind instead. Er sollte stattdessen seinen Verstand verbessern. He spends much time in the basement
developing his film and pictures. Er verbringt viel Zeit im Keller beim Entwickeln von seinen Filmen und Bildern. That is the only thing wrong with him. Das ist das Einzige, was an ihm schlecht ist. He has no other bad habits. Er hat keine anderen schlechten Angewohnheiten. Is he still with you? Ist er immer noch bei Ihnen? Yes, he is still with me. Ja, er ist immer noch bei mir. There is also a girl of 14. Da ist auch ein 14 Jahre altes Mädchen. She does simple cooking. Sie kocht einfach. She keeps the place clean. Sie hält den Ort sauber. I am a widower. Had never had any family. Ich bin Witwer und hatte nie eine Familie. We live very quietly. Wir leben sehr ruhig. We have a place to live. Wir haben einen Ort zum Leben. We pay our debts. Wir bezahlen unsere Schulden. Nothing more. Sonst nichts. It was 8 weeks ago. Es war vor 8 Wochen. My assistant, Mr. Spaulding, came into the office. Mein Assistent Spaulding kam ins Büro. He had the newspaper in his hand. Er hatte die Zeitung in seiner Hand. I wish I was a red-headed man, he said. Ich wünschte, ich wäre ein rothaariger Mann, sagte er. Why is that? I asked. Warum das? Fragte ich. Here is another job offer for the League of Red-Headed Men. Hier ist ein weiteres Arbeitsangebot der Liga der rothaarigen Männer. It is a good job. Es ist eine gute Arbeit. It pays well. Sie ist gut bezahlt. Employees are needed. Angestellte werden gebraucht. I wish my hair would change color. Ich wünschte, mein Haar würde die Farbe wechseln. I wish my hair was red. Ich wünschte, mein Haar wäre rot. If I had red hair, I could get this job. Wenn ich rotes Haar hätte, konnte ich diese Arbeit bekommen. What kind of job is it? I asked. Was für eine Arbeit ist das? Fragte ich. Have you never heard of the League of the Red-Headed Men? He asked. Haben Sie noch nie von der Liga der rothaarigen Männer gehört? Fragte er. Never, I said. Nie, sagte ich. That is amazing. Das. You are eligible for one of the positions. Sind für eine dieser Stelle geeignet. How much does the job pay? I asked. Wie
Wie viel bezahlt die Arbeit? Fragte ich. Only a couple hundred pounds a year. Nur ein paar hundert Pfund. But the work is easy. Aber die Arbeit ist einfach. The work does not interfere with a person's primary occupation. Die Arbeit beeinträchtigt nicht mit der Hauptbeschäftigung einer Person. I was very interested. Ich war sehr interessiert. Business has not been good for some years. Das Geschäft lief ein paar Jahre nicht gut. I could use an extra couple hundred pounds. Ich konnte ein paar hundert Pfund extra gebrauchen. Tell me about it, I said. Erzählen Sie mir davon, sagte ich. He showed me the advertisement. Er zeigte mir die Werbung. There was an address. Da war eine Adresse. The League was founded by an American millionaire. Die Liga war von einem amerikanischen Millionär gegründet worden. He had red hair. Er hatte rote Haare. He had great sympathy for all red-headed men. Er hatte große Sympathie für alle rothaarigen Männer. He left a will. Er hat ein Testament hinterlassen. The will stated that his fortune must be used to help red-headed men. Das Testament besagte, dass sein Vermögen dazu verwendet werden muss, rothaarigen Männer zu helfen. The will stated that his fortune would give them easy jobs. Das Testament besagte, dass sein Vermögen ihnen einfache Arbeit geben würde. The will stated that his fortune would give them good pay. Das Testament besagte, dass sein Vermögen sie gut bezahlen würde. But won't there be many people applying for such a job? Aber werden nicht viele Leute für diese Arbeit bewerben? Not as many as you think. Nicht so viele, wie Sie denken. The job is reserved for people of London. Die Arbeit ist Männern aus London vorbehalten. The job is reserved for adult men. Die Arbeit ist erwachsenen Männern vorbehalten. The American grew up in London. Der Amerikaner wuchs in London auf. He wanted to bring jobs to the city. Er wollte Arbeit in die Stadt bringen. There is no use applying if your hair is light red. Es bringt nichts, sich zu bewerben, wenn ihr Haar hellrot ist. There is no use applying if your hair is dark red. Es bringt nichts, sich zu bewerben, wenn ihr Haar dunkelrot ist. Only men with bright red hair may apply. Nur Männer mit stark rotem Haar können sich bewerben. Only men with blazing red hair may apply. Nur Männer mit glühend rotem Haar können sich bewerben. Only men with fiery red hair
may apply. Nur Männer mit flammendem rotem Haar können sich bewerben. My hair is very red. Mein Haar ist sehr rot. So I thought I had a good chance. Also dachte ich, ich hätte eine gute Chance. Spalding seemed to know much about it. Spalding schien viel darüber zu wissen. I thought he would be useful. Ich dachte, er wäre nützlich. We closed the store for the day. Wir schlossen den Laden für den Tag. We both went to the address in the advertisement. Wir beide gingen zur Adresse in der Werbung. There were men there from north, south, east and west. Dort waren Männer von Nord, Süd, Ost und West. Any man who had a shade of red in his hair was there. Jeder Mann, der einen roten Schatten im Haar hatte, war dort. The street was choked with red-headed men. Die Straße war voller rothaariger Männer. I did not think there were so many red-headed people in the whole country. Ich dachte nicht, dass es so viele rothaarige Männer im ganzen Land gab. There was every shade of color. Es gab jede Farbschattierung. Straw, clay, lemon, orange. Paglia, argilla, limone, arancia. But there were not many that were flame colored. Aber dort waren nicht viele, die flammenfarbig waren. I wanted to give up. Ich wollte aufgeben. Spalding encouraged me. Spalding ermutigte mich. He pushed me to the front of the line. Er schob mich zum Anfang der Warteschlange. Soon we were in the office. Bald sind wir im Büro. Mr. Wilson paused for a pinch of snuff. Herr Wilson machte eine Pause für eine Prise Schnupftabak. What an interesting story, said Holmes. Was für eine interessante Geschichte, sagte Holmes. Please continue. Bitte fahren Sie fort. The office was almost empty. Das Büro war fast leer. There were two wooden chairs. Dort waren zwei holzene Stühle. One wooden table. Ein holzener Tisch. A small man sat behind it. Ein kleiner Mann saß dahinter. His hair was even redder than mine. Sein Haar war sogar noch röter als meins. He said a few words to each applicant that stood in front of the table. Er sagte zu jedem Bewerber, der vor dem Tisch stand, ein paar Worte. He found fault in all of them. Er fand Makel
an allen. He would ask them to leave. Er bat sie zu gehen. When our turn came, the man was pleased. Wenn wir an der Reihe kamen, war er zufrieden. He closed the door as we entered. Er schloss die Tür, als wir eintraten. He wanted to speak in private. Er wollte vertraulich mit uns sprechen. This is Mr. Wilson, said my assistant. Das ist Herr Wilson, sagte mein Assistent. And he would like to fill the vacancy in the league. Und er würde gerne die offene Stelle in der Liga besetzen. He is well suited for it, the other answered. Er ist gut dafür geeignet, sagte der andere. He has every requirement. Er erfüllt jede Voraussetzung. I cannot recall anything so perfect. Ich kann mich an nichts so Perfektes erinnern. He took a step backward. Er trat einen Schritt zurück. He cocked his head. Er legte seinen Kopf schief. He gazed at my hair for a long time. Er schaute lange auf mein Haar. I felt shy. Ich fühlte mich schüchtern. Suddenly, he came forward. Plötzlich kam er nach vorne. He shook my hand vigorously. Er schüttelte meine Hand kräftig. He congratulated me on my success. Er gratulierte mir zu meinem Erfolg. Please excuse me, he said. Bitte entschuldigen Sie mich, sagte er. But we must take an obvious precaution. Aber wir müssen eine offensichtliche Vorsichtsmaßnahme ergreifen. He seized my hair in both his hands. Er ergriff mein Haar mit beiden Händen. He tugged until I yelled with pain. Er zog, bis ich vor Schmerz ausschrie. Everything is perfect, he said. Alles ist perfekt, sagte er. We have to be careful. Wir müssen vorsichtig sein. We have been deceived with wigs. Wir wurden mit Perücken betrogen. We have been deceived with paint. Wir wurden mit Farbe betrogen. He stepped over to the window. Er trat zum Fenster. He shouted very loudly that the vacancy was filled. Er rief sehr laut, dass die offene Stelle besetzt sei. A groan of disappointment came from below. Ein Seufzer der Enttäuschung kam von unten. The men left in different directions. Die Männer gingen in verschiedene Richtungen fort. Myself and the manager were the only red-headed men around. Ich und der Manager waren die einzigen rothaarigen Männer.
My name, he said, is Mr. Ross. Mein Name, sagte er, ist Herr Ross. I am employed by the fund. Ich bin von der Stiftung angestellt. Are you married, Mr. Wilson? Sind Sie verheiratet, Herr Wilson? Do you have a family? Haben Sie eine Familie? I answered that I had not. Ich antwortete, dass ich keine hätte. He looked very disappointed. Er sah sehr enttäuscht aus. Oh my, he said gravely. Oh je, sagte er ernst. That is very serious. Das ist sehr ernsthaft. I am sorry to hear you say that. Es tut mir sehr leid zu hören, dass Sie das sagen. The fund is for the living expenses of redheads. Die Stiftung ist für den Lebensunterhalt von Rothaarigen. The fund is also for the propagation of redheads. Die Stiftung ist auch für die Vernehmung von Rothaarigen. It is unfortunate that you are a bachelor. Es ist sehr bedauerlich, dass Sie ein Junggeselle sind. I felt disappointed. Ich fühlte mich enttäuscht. I thought I would not get the job. Ich dachte, ich würde die Arbeit nicht bekommen. Mr. Ross thought for a few minutes. Herr Ross dachte für ein paar Minuten nach. He said it would be acceptable. Er sagte, er wäre akzeptabel. In the case of another, he said, we could not hire you. Im Falle eines anderen, sagte er, könnten wir Sie nicht einstellen. But your hair is so red, we must make the exception. Aber Ihr Haar ist so rot, dass wir eine Ausnahme machen müssen. When can you start your new duties? Wann können Sie Ihre neue Aufgabe anfangen? It is a little awkward, I said. Es ist ein bisschen seltsam, sagte ich. I already have a business. Ich habe schon ein Geschäft. Never mind about that, said Mr. Spaulding. Das macht nichts, sagte Herr Spaulding. I can look after the business for you. Ich kann für Sie nach dem Geschäft sehen. What would be the hours? I asked. Was wären die Arbeitszeiten? Fragte ich. 10 to 2, said Mr. Ross. 10 bis 2, sagte Herr Ross. My business is mostly done in the evenings. Mein Geschäft wird meistens abends getan. I could take this job in the morning. Ich könnte diese Arbeit am Morgen machen. My assistant was a good man. Mein Assistent war ein guter Mann. He would take care of the shop in the morning when I was not there.
Er würde sich morgens um den Laden kümmern, wenn ich nicht da war. That would be perfect for me, I said. Das wäre perfekt für mich, sagte ich. What is the pay? Was ist das Gehalt? It is £4 a week. Es ist 4 Pfund in der Woche. What is the work? Was ist die Arbeit? It is very easy. Sie ist sehr einfach. You have to be in the office the whole time. Sie müssen die ganze Zeit im Büro sein. If you leave, you lose the job. Wenn Sie weggehen, verlieren Sie die Arbeit. The fund is very clear on that point. Die Stiftung ist in diesem Punkt sehr deutlich. It is only 4 hours a day. Es sind nur 4 Stunden am Tag. I will not leave. Ich werde nicht weggehen. No excuses will be tolerated, said Mr. Ross. Keine Entschuldigungen werden akzeptiert, sagte Herr Holmes. Sickness will not be tolerated. Krankheit wird nicht akzeptiert. Business will not be tolerated. Geschäft wird nicht akzeptiert. Nothing will be tolerated. Nichts wird akzeptiert. You must stay in the office, or you lose the job. Sie müssen im Büro bleiben, oder Sie verlieren die Arbeit. What is the work? Was ist die Arbeit? You must copy the encyclopedia. Sie müssen das Lexikon kopieren. The first volume is on the shelf. Der erste Band ist auf dem Regal. You must bring your own ink. Sie müssen Ihre eigene Tinte bringen. You must bring your own blotting paper. Sie müssen Ihr eigenes Löschpapier bringen. We provide the table. Wir stellen den Tisch. We provide the chair. Wir stellen den Stuhl. Will you be ready tomorrow? Werden Sie morgens bereit sein? Certainly, I answered. Sicherlich, antwortete ich. Then goodbye, Mr. Wilson. Dann auf Wiedersehen, Herr Wilson. Allow me to congratulate you. Erlauben Sie mir, Ihnen zu gratulieren. You have gained an important position. Sie haben eine wichtige Position errungen. He bowed. Er verbeugte sich. He left the room. Er verlas den Raum. I went home with my assistant. Ich ging mit meinem Assistenten heim. I was very pleased with my good fortune. Ich war mit meinem Glück sehr zufrieden. I thought about the matter all day. Ich dachte den ganzen Tag über die Sache nach. By evening I was in low spirits.
Am Abend war ich in schlechter Stimmung. I was sure the whole thing was a hoax. Ich war mir sicher, dass die ganze Sache ein Schwindel war. I was sure the whole thing was a fraud. Ich war mir sicher, dass die ganze Sache ein Betrug war. I did not know what the object of the hoax was. Ich wusste nicht, was der Grund für den Schwindel war. It all seemed quite incredible. Es erschien alles ziemlich unglaublich. I could not understand why they wanted me to copy the encyclopedia. Ich konnte nicht verstehen, warum sie wollten, dass ich das Lexikon kopierte. Spaulding tried to cheer me up. Spaulding versuchte, mich aufzumuntern. In the morning, I bought a bottle of ink. Am Morgen kaufte ich eine Flasche Tinte. I bought a pen. Ich kaufte einen Füllfederhalter. I bought 7 sheets of paper. Ich kaufte 7 Blatt Papier. I left for the office. Ich ging zum Büro. To my surprise and delight, everything was in order. Zu meiner Überraschung und Freude war alles in Ordnung. The table was there. Der Tisch war dort. The chair was there. Der Stuhl war dort. Mr. Ross was there. Herr Ross war dort. He started me on the letter A. Er ließ mich beim Buchstaben A beginnen. He left after I started. Er ging, nachdem ich anfing. He came to see me from time to time. Er kam ab und zu vorbei, um nach mir zu sehen. He wanted to make sure I was working. Er wollte sicherstellen, dass ich arbeite. At 2 o'clock, he wished me a good day. Um 2 Uhr wünschte er mir einen guten Tag. He complimented me on the amount I had written. Er komplimentierte mir zu der Menge, die ich geschrieben hatte. This went on day after day. So ging das Tag für Tag. On Saturday, Mr. Ross paid me 4 pounds. Am Sonntag bezahlte Herr Ross mir 4 Pfund. It was the same next week. Es war in der nächsten Woche das Gleiche. It was the same the week after that. Es war in der Woche darauf das Gleiche. Every morning I arrived at 10 o'clock. Jeden Morgen kam ich um 10 Uhr. Every evening I left at 2 o'clock. Jeden Abend ging ich um 2 Uhr. Mr. Ross came in once in the morning. Herr Ross
kam einmal am Morgen. Then he did not come in at all. Dann kam er nicht mehr. I never dared to leave the room. Ich wagte es nie, den Raum zu verlassen. I was not sure when he might come. Ich war nicht sicher, wann er kommen würde. The job was so easy. Die Arbeit war so einfach. The job fitted me very well. Die Arbeit lag mir sehr gut. I did not want to risk losing the job. Ich wollte es nicht riskieren, die Arbeit zu verlieren. 8 weeks passed like this. 8 Wochen vergingen so. I was almost through the letter A. Ich war fast mit dem Buchstaben A fertig. I hoped that soon I would start on the letter B. Ich hoffte, dass ich bald mit dem Buchstaben B beginnen konnte. I filled a shelf with my writings. Ich füllte mit meinen Schriften ein Regal. The stack of paper was getting high. Der Papierstapel wurde hoch. Suddenly, the project came to an end. Plötzlich kam das Projekt zu einem Ende. To an end? Asked Holmes. Zu einem Ende? Fragte Holmes. It ended this morning. Es endete diesen Morgen. I went to my work as usual at 10 o'clock. Ich bin wie üblich um 10 Uhr zu meiner Arbeit gegangen. The door was locked. Die Tür war geschlossen. There was a piece of cardboard nailed to the door. Ein Stück Karton war an die Tür genagelt. On it was written, darauf stand geschrieben, the Red-Headed League is dissolved. Die Liga der Rothaarigen ist aufgelöst. October 9, 1890. 9. Oktober 1890. Sherlock Holmes and I looked at the cardboard. Sherlock Holmes und ich schauten auf den Karton. We both burst out laughing. Wir beide brachen im Gelächter aus. What is so funny? Said Mr. Wilson. Was ist so lustig? Sagte Herr Wilson. He became flushed. Er wurde rot. He stood up from his chair. Er stand vor seinem Stuhl auf. If you are laughing at me, I can go somewhere else. Wenn Sie mich auslachen, kann ich woanders hingehen. No, no, said Holmes. Nein, nein, sagte Holmes. Holmes shoved him back in his chair. Holmes schob ihn zurück in seinen Stuhl. I do not want to miss your case. Ich möchte Ihren Fall nicht verpassen. Your case is refreshing. Ihr Fall
ist erfrischend. Your case is unusual. Ihr Fall ist unüblich. There is something a little funny about it. Etwas ist lustig daran. Please excuse me. Bitte entschuldigen Sie mich. What did you do when you found the cardboard? Was haben Sie getan, als Sie den Karton fanden? I was very confused. Ich war sehr verwirrt. I did not know what to do. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. I asked the neighboring offices. Ich fragte die benachbarten Büros. They knew nothing about it. Sie wussten nichts davon. I went to the landlord. Ich ging zum Vermieter. He lives on the ground floor. Er lebt im Erdgeschoss. He is an accountant. Er ist ein Buchhalter. I asked him about the red-headed league. Ich fragte ihn zur rothaarigen Liga. He said that he had never heard of the red-headed league. Er sagte, er hatte nie von der rothaarigen Liga gehört. I asked him who Mr. Duncan Ross was. Ich fragte ihn, wo Herr Duncan Ross war. He said he had never heard of Mr. Duncan Ross. Er sagte, er hatte nie von Herrn Duncan Ross gehört. I explained it was the gentleman occupying the upper office. Ich erklärte, er war der Herr, der das obere Büro belegt hatte. The red-headed man? Asked the landlord. Der rothaarige Mann? Fragte der Vermieter. His name was William Morris. Sein Name war William Morris. He is a lawyer. Er ist ein Anwalt. He was using this office temporarily. Er hatte dieses Büro vorübergehend genutzt. He moved out yesterday. Er ist gestern ausgezogen. Where can I find him? I asked. Wo kann ich ihn finden? Fragte ich. At his new office. In seinem neuen Büro. The address is 17 King Street. Die Adresse ist King Street 17. I went to the address. Ich ging zur Adresse. It was a clockmaker's shop. Es war ein Uhrmacherladen. No one had ever heard of Mr. William Morris or of Mr. Duncan Ross. Niemand hatte je von Herrn William Morris oder von Herrn Duncan Ross gehört. And what did you do then? Asked Holmes. Und was haben Sie dann getan? Fragte Holmes. I went back to my store. Ich ging zurück zu meinem Laden. I asked my assistant for advice. Ich fragte meinen Assistenten
um Rat. He could not help me. Er konnte mir nicht helfen. He suggested I wait. Er schlug vor, zu warten. Perhaps a letter would arrive. Vielleicht würde ein Brief eintreten. That was not good enough for me. Das war mir nicht gut genug. I did not want to lose that job. Ich wollte diese Arbeit nicht verlieren. I heard that you give advice to people who are in need. Ich hörte, dass Sie Leuten in Not Rat geben. I came right away to you. Ich kam direkt zu Ihnen. A very wise decision, said Holmes. Eine sehr weise Entscheidung, sagte Holmes. Your case is remarkable. Ihr Fall ist bemerkenswert. I shall be happy to examine it. Ich bin froh, ihn zu untersuchen. You have told me enough. Sie haben mir genug erzählt. I think it is possible that graver issues hang from it. Ich denke, dass schwerwiegende Probleme damit zusammenhängen. First impressions are deceiving. Erste Eindrücke sind oft täuschend. Grave enough, said Mr. Wilson. Schwerwiegend genug, sagte Herr Wilson. I have lost 4 pounds a week. Ich habe 4 Pfund in der Woche verloren. As far as you are concerned, remarked Holmes. Was Sie angeht, bemerkte Holmes. You have no grievance against this league. Haben Sie keine Beschwerde über diese Liga? It is the opposite. Es ist das Gegenteil. You are richer by some 30 pounds. Sie sind um die 30 Pfund reicher. You have learned every subject that begins with the letter A. Sie haben jedes Thema gelernt, das mit dem Buchstaben A beginnt. You have lost nothing. Sie haben nichts verloren. That is true. Das ist wahr. But I want to find out who they were. Aber ich will herausfinden, wer sie waren. I want to find out what their objective was. Ich will herausfinden, was ihr Zweck war. I want to find out if it was all a prank. Ich will herausfinden, ob alles ein Scherz war. I want to find out what the object of the prank was. Ich will herausfinden, was der Grund des Scherzes war. It was an expensive joke for them. Es war ein teurer Witz für sie. We shall try and clear up these points. Wir sollten versuchen, diese Punkte klarzustellen. First, a few questions. Zuerst
Ein paar Fragen. How long had your assistant been with you? Wie lange war Ihr Assistent bei Ihnen? About a month? Etwa einen Monat. How did you find him? Come lo ha trovato? With an advertisement. Durch Werbung. Was he the only applicant? War er der einzige Bewerber? No, there were a dozen. Nein, da war ein Dutzend. Why did you pick him? Warum haben Sie ihn gewählt? Because he worked for half wages. Weil er für halbes Gehalt arbeitete. What is Vincent Spaulding like? Wie ist Vincent Spaulding? He is small. Er ist klein. He is stout. Er ist korpulent. He is very quick. Er ist sehr schnell. He has no hair on his face. Er hat keine Haare im Gesicht. He is almost 30 years of age. Er ist fast 30 Jahre alt. He has a white mark on his forehead. Er hat einen weißen Fleck auf der Stirn. Holmes sat up in his chair. Holmes richtete sich in seinem Stuhl auf. I thought so, he said. Dachte ich mir, sagte er. Does he have pierced ears for earrings? Hat er Ohrlöcher für Ohrringe? Yes, he does. Ja, hat er. He told me gypsies had pierced his ears when he was a boy. Er sagte mir, Zigeuner haben seine Ohren gestochen, als er ein Junge war. Holmes sat back in his chair. Holmes lehnte sich in seinem Stuhl zurück. He thought deeply. Er dachte angestrengt nach. Is he still with you? Ist er immer noch bei Ihnen? Yes, I have just left him at the office. Ja, ich habe ihn gerade im Büro hinterlassen. Does he take care of your business when you are not present? Kümmert er sich um Ihr Geschäft, wenn Sie nicht da sind? I have no complaints. Ich habe keine Beschwerden. The business is quiet in the mornings. Das Geschäft ist morgens ruhig. That is enough information, Mr. Wilson. Das ist genug Information, Herr Wilson. I will give you an opinion in a day or two. Ich werde Ihnen in ein oder zwei Tagen eine Meinung geben. Today is Saturday. Heute ist Samstag. By Monday we may reach a conclusion. Bis Montag werden wir zu einem Schluss gekommen sein. Mr. Wilson left. Herr Wilson ging. Well, Watson, said Holmes.
Nun, Watson, sagte Holmes. What do you think of it? Was denken Sie darüber? I think nothing about it, I answered. Ich denke nichts darüber, antwortete ich. It is a mysterious affair. Das ist eine mysteriöse Angelegenheit. It is a rule, said Holmes. Es ist eine Regel, sagte Holmes. The more bizarre a thing, the less mysterious it is. Je bizarrer eine Sache ist, desto weniger mysteriös ist sie. It is common crimes that are really puzzling. Es sind die üblichen Verbrechen, die wirklich verwirrend sind. The same as a common face is the most difficult to identify. So wie ein normales Gesicht am schwierigsten zu identifizieren ist. We must be quick in this matter. Ich muss in diesem Fall schnell sein. What are you going to do? I asked. Was werden Sie tun? Fragte ich. I am going to smoke. Ich werde rauchen. This problem requires me to smoke 3 pipes. Dieses Problem erfordert, dass ich 3 Pfeifen rauche. Please do not speak to me for 50 minutes. Bitte sprechen Sie für 15 Minuten nicht mit mir. He curled up in his chair. Er rollte sich in seinem Stuhl zusammen. He looked like a cat. Er sah aus wie eine Katze. He pulled his knees up to his nose. Er zog seine Knie zu seiner Nase herauf. He closed his eyes. Er schloss seine Augen. He smoked his pipe. Er rauchte seine Pfeife. It looked like the bill of a bird. Sie sah aus wie der Schnabel eines Vogels. I thought he was sleeping. Ich dachte, er schlief. I was falling asleep. Ich schlief ein. Suddenly he sprang out of his chair. Plötzlich sprang er von seinem Stuhl auf. He put his pipe on the mantelpiece. Er legte seine Pfeife auf den Kaminsims. Would you like to hear a concert this afternoon? Würden Sie diesen Nachmittag gerne ein Konzert hören? Could your patients go without you this afternoon? Könnte Ihre Patienten diesen Nachmittag ohne Sie auskommen? I have nothing to do today. Ich habe heute nichts zu tun. I am never very busy. Ich bin nie sehr beschäftigt. Then put on your hat. Dann setzen Sie sich Ihren Hut auf. Come with me. Kommen Sie mit mir. We will go through the city first. Wir werden erst durch die Stadt gehen. We can have lunch on the way. Wir können unterwegs zu Mittag essen. There is German music on the program. Dort ist deutsche Musik auf dem Programm. I like German music better than Italian music. Ich mag deutsche Musik mehr als italienische Musik. I like German music better than French
music. Ich mag deutsche Musik mehr als französische Musik. We took the subway. Wir nahmen die U-Bahn. We took a short walk to see Mr. Wilson's pawn shop. Wir machten einen kurzen Spaziergang, um Herrn Wilsons Pfandleihe zu besuchen. It was a little place. Es war ein kleiner Laden. It was a shabby place. Es war ein schäbiger Laden. There were small buildings. Dort waren kleine Gebäude. There were two-story buildings. Dort waren zweistöckige Gebäude. It was a quiet street. Es war eine ruhige Straße. There was a small lawn. Dort war ein kleiner Rasen. The grass had weeds. Der Rasen hatte Unkraut. The lawn had small bushes. Der Rasen hatte kleine Büsche. The bushes were not healthy. Die Büsche waren nicht gesund. The air was smoky. Die Luft war verraucht. Mr. Wilson's sign was made of wood. Herr Wilsons Schild war aus Holz. It was brown. Es war braun. The letters were white. Die Buchstaben waren weiß. Sherlock Holmes stopped in front of the building. Sherlock Holmes hielt vor dem Gebäude an. He put his head to one side. Er neigte seinen Kopf auf eine Seite. He looked at the building. Er sah das Gebäude an. His eyes shone brightly. Seine Augen leuchteten hell auf. He walked slowly up the street. Er ging langsam die Straße hinauf. He walked to the corner. Er ging zur Ecke. He looked at all the houses. Er schaute alle Häuser an. He returned to the shop. Er kehrte zum Laden zurück. He took his cane. Er nahm seinen Spazierstock. He struck the pavement. Er schlug auf den Asphalt. He struck vigorously. Er schlug kräftig. He struck three times. Er schlug dreimal. He went to the door. Er ging zur Tür. He knocked. Er klopfte an. It was opened immediately. Es wurde sofort geöffnet. It was opened by the assistant. Es wurde vom Assistenten geöffnet. The assistant was bright looking. Der Assistent sah intelligent aus. The assistant was clean shaven. Der Assistent war glatt rasiert. The assistant asked him to come in. Der Assistent bat ihn herein. Could you please tell me how to get to the beach seashore? Asked Holmes. Könnten Sie mir bitte sagen, wie ich zum Strandufer komme? Fragte Holmes. Third right, fourth left, answered the assistant. Dritte rechts, vierte links, antwortete der Assistent. The assistant closed the door.
Der Assistent schloss die Tür. That fellow is smart, said Holmes. Der Bursche ist schlau, sagte Holmes. He is the fourth smartest man in London. Er ist der viertschlauste Mann in London. He might be the third smartest man in London. Er könnte der drittschlauste Mann in London sein. I have heard of him before. Ich habe bereits von ihm gehört. Evidently, I said. Offensichtlich, sagte ich. Mr. Wilson's assistant is a big part of the mystery of the Red-Headed League. Herr Wilsons Assistent ist ein großer Teil des Mysteriums des rothaarigen Liga. Why did you want to see him? Warum wollte sie ihn sehen? I did not want to see him. Ich wollte ihn nicht sehen. I wanted to see the knees of his pants. Ich wollte die Knie seiner Hose sehen. What did you see? Was haben Sie gesehen? I saw what I expected to see. Ich sah, was ich zu sehen erwartet habe. Why did you strike the pavement? Warum haben Sie auf den Asphalt geschlagen? This is a time for observation. Dies ist eine Zeit für Beobachtung. We should not talk now. Wir sollten jetzt nicht reden. Let us explore the streets in back of the shop. Lassen Sie uns die Straßen hinunter dem Laden erkunden. The streets in back of the shop were very different. Die Straßen hinter dem Laden waren sehr anders. The streets were very busy. Die Straßen waren belebt. The streets had much traffic. Die Straßen hatten viel Verkehr. The streets had many pedestrians. Die Straßen hatten viele Fußgänger. The streets had many vehicles. Die Straßen hatten viele Fahrzeuge. The shops were fancy. Die Läden waren schick. The shops were expensive. Die Läden waren teuer. Holmes stood on the corner. Holmes stand an der Ecke. He looked at the streets. Er schaute die Straßen an. He looked at the shops. Er schaute die Läden an. It is a hobby of mine to know London, he said. Es ist mein Hobby, London zu kennen, sagte er. There is a tobacco shop. Dort ist ein Tabakladen. There is a newspaper shop. Dort ist ein Zeitungsladen. There is the city bank. Dort ist die Stadtbank. There is a vegetarian restaurant. Dort ist ein vegetarisches Restaurant. There is a carriage building shop. Dort ist eine Kutschenwerkstatt. Now, Doctor, we have done our work. Nun, Doktor, wir haben unsere Arbeit getan. Let us go play. Lassen Sie uns
Spaß haben. Let us have a sandwich. Lassen Sie uns ein Sandwich essen. Let us have a cup of coffee. Lassen Sie uns eine Tasse Kaffee trinken. Then we will go to a concert. Dann werden wir zu einem Konzert gehen. We will listen to sweet violins. Wir werden liebliche Violinen hören. We will listen to delicate violins. Wir werden zarte Violinen hören. We will listen to harmony. Wir werden Harmonie hören. No clients with red hair will bother us. Keine Klienten mit rotem Haar werden uns stören. Sherlock Holmes loved music. Sherlock Holmes liebte Musik. He played instruments. Er spielte Instrumente. He composed music. Er komponierte Musik. He was a very good musician. Er war ein sehr guter Musiker. They listened to music all afternoon. Sie hörten den ganzen Nachmittag Musik. Sherlock Holmes was very happy. Sherlock Holmes war sehr glücklich. He waved his fingers in time to the music. Er schwenkte seine Finger im Takt der Musik. He smiled gently. Er lächelte sanft. We emerged from the music hall. Wir kamen aus der Konzerthalle heraus. I suggest you go home, doctor, said Holmes. Ich schlage vor, dass Sie heimgehen, Doktor, sagte Holmes. I have serious business to do. Ich habe wichtige Geschäfte zu erledigen. Why serious? Wieso wichtig? A crime is about to be committed. Es wird bald ein Verbrechen begangen. We will be able to stop it. Wir werden in der Lage sein, es zu verhindern. I want your help tonight. Ich will heute Abend Ihre Hilfe. At what time? Um welche Zeit? 10 o'clock. 10 Uhr. It might be dangerous. Es könnte gefährlich sein. Please bring your pistol. Bitte bringen Sie Ihre Pistole. Sherlock Holmes waved. Sherlock Holmes winkte. He disappeared into the crowd. Er verschwand in der Menge. I am a smart man. Ich bin ein intelligenter Mann. But Sherlock Holmes is smarter. Aber Sherlock Holmes ist intelligenter. I heard what he heard. Ich hörte, was er hörte. I had seen what he had seen. Ich hatte gesehen, was er gesehen hatte. Sherlock Holmes knew what was going to happen. Sherlock Holmes wusste, was geschehen würde.
I did not know what was going to happen. Ich wusste nicht, was geschehen würde. I was confused. Ich war verwirrt. Where were we going tonight? Wohin würden wir heute Abend gehen? What were we going to do? Was würden wir tun? What would happen? Was würde geschehen? Why did I need a pistol? Warum brauchte ich eine Pistole? Who was the pawnbroker's assistant? Wo war der Assistent der Pfandleihe? I tried to think. Ich versuchte zu denken. I soon have up. Ich gab bald auf. I left my house at 9 o'clock. Ich verließ mein Haus um 9 Uhr. I arrived at Sherlock Holmes' house at 9:30. Ich kam an Sherlock Holmes' Haus um 9:30 an. 2 taxis were outside his door. 2 taxis standen vor seiner Tür. I heard voices. Ich hörte Stimmen. Holmes was talking to 2 men. Holmes sprach mit 2 Männern. One man was Peter Jones, a police agent. Ein Mann war Peter Jones, ein Polizeikommissar. The other man looked sad. Der andere Mann sah traurig aus. The other man wore a shiny hat. Der andere Mann trug einen glänzenden Hut. The other man wore a respectable coat. Der andere Mann trug einen respektablen Mantel. Everyone is here, said Holmes. Alle sind hier, sagte Holmes. He unbuttoned his coat. Er knöpfte seinen Mantel zu. He took his heavy hunting crop. Er nahm seine schwere Jagdwaffe. You already know Mr. Jones of Scotland Yard. Sie kennen Herrn Jones von Scotland Yard bereits. This is Mr. Merriweather. Das ist Herr Merriweather. They will accompany us tonight. Sie werden uns heute Abend begleiten. We will all hunt together. Wir werden alle zusammen jagen. I hope we will be successful, said Mr. Merriweather, gloomily. Ich hoffe, wir werden erfolgreich sein, sagte Herr Merriweather beeindruckt. You can trust Mr. Holmes, said the police agent. Sie können Herrn Holmes vertrauen, sagte der Polizeikommissar. Many times he has been more correct than the police. Viele Male lag er richtiger als die Polizei. I usually play cards tonight, said Mr. Jones. Ich spiele heute Abend normal Karten, sagte Herr Jones.
I have not missed a Saturday night card game for 27 years. Ich habe seit 27 Jahren kein Kartenspiel samstags verpasst. You will play for high stakes tonight, said Sherlock Holmes. Sie werden heute Abend um hohe Einsätze spielen, sagte Sherlock Holmes. The play will be more exciting than a card game. Das Spiel wird aufregender als ein Kartenspiel sein. The stakes are 30,000 pounds for you, Mr. Merriweather. Der Einsatz ist 30.000 Pfund für Sie, Herr Merriweather. And Mr. Jones will have the chance to catch a famous criminal. Und Herr Jones wird die Gelegenheit haben, einen berühmten Kriminellen zu fassen. John Clay is a murderer. John Clay ist ein Mörder. He is a thief. Er ist ein Dieb. He is a young man. Er ist ein junger Mann. He is very accomplished. Er ist sehr erfolgreich. He is very smart. Er ist sehr schlau. He is college educated. Er hat Universitätsausbildung. His grandfather was a duke. Sein Großvater war ein Herzog. His brain is cunning. Sein Gehirn ist erstaunlich. His fingers are cunning. Seine Finger sind erstaunlich. He travels frequently. Er reist häufig. He commits a crime in one county. Er begeht ein Verbrechen in einem Landkreis. Then he builds an orphanage in another. Dann baut er einen Waisenhaus in einem anderen. I have been hunting him for many years. Ich habe ihn für viele Jahre gejagt. I have never seen him. Ich habe ihn nie gesehen. I hope I can introduce you to him tonight. Ich hoffe, dass ich sie ihm heute Abend vorstellen kann. I have dealt with Mr. John Clay before. Ich hatte mit Herrn John Clay früher zu tun. He is the best of his profession. Er ist der Beste in seinem Beruf. Let us go. Lassen Sie uns gehen. Sherlock Holmes was quiet in the taxi. Sherlock Holmes war still im Taxi. He hummed the music he had heard in the afternoon. Er summte die Musik, die er am Nachmittag gehört hatte. The streets were very confusing. Die Straßen waren sehr verwirrend. It was a labyrinth. Es war ein Labyrinth. The gaslights flickered. Die Gaslampen flackerten. We are close, said Sherlock Holmes. Wir sind nahe, sagte Sherlock Holmes. Mr. Merriweather is a bank director. Herr Merriweather ist ein Bankdirektor. He is personally interested in this matter.
Er ist persönlich an dieser Sache interessiert. Mr. Jones is very brave. Herr Jones ist sehr tapfer. Mr. Jones is very strong. Herr Jones ist sehr stark. We have arrived. Wir sind angekommen. We were on the same street as the morning. Wir waren in derselben Straße wie am Morgen. It was no longer crowded. Sie war nicht mehr belebt. It was very quiet. Sie war sehr still. Mr. Merriweather led us down a narrow passage. Herr Merriweather führte uns eine enge Gasse hinunter. He led us through a small corridor. Er führte uns durch einen schmalen Korridor. He led us through a strong iron gate. Er führte uns durch ein starkes Eisentor. He led us down winding steps. Er führte uns gewundene Treppen hinunter. He led us through another strong iron gate. Er führte uns durch ein weiteres starkes Eisentor. Mr. Merriweather lit a lantern. Herr Merriweather zündete eine Laterne an. He led us down a dark passage. Er führte uns eine dunkle Passage hinunter. The passage smelled of earth. Die Passage roch nach Erde. He led us into a cellar. Er führte uns in einen Keller. There were many boxes in the cellar. Dort waren viele Kisten im Keller. Holmes held up the lantern. Holmes hob die Laterne hoch. He looked at the ceiling. Er schaute an die Decke. We can expect no attack from the ceiling, said Sherlock Holmes. Wir können keine Attacke von der Decke erwarten, sagte Holmes. Nor from the floor, said Mr. Merriweather. Genauso wenig vom Boden, sagte Herr Merriweather. He struck his stick on the floor. Er schlug seinen Stock auf den Boden. It sounds hollow, he exclaimed. Es klingt hohl, rief er. He looked up in surprise. Er schaute überrascht auf. Please be quiet, said Holmes severely. Bitte seien Sie leise, sagte Holmes ernst. You will ruin our plan. Sie werden unseren Plan ruinieren. Please sit down. Bitte setzen Sie sich. Please do not interfere. Bitte mischen Sie sich nicht ein. Mr. Merriweather sat on a box. Herr Merriweather saß auf eine Kiste. He was very solemn. Er war sehr ernst. He was embarrassed. Er war peinlich berührt.
Holmes shone the lantern on the floor. Holmes schien die Laterne auf den Boden. He went down on his knees. Ging auf seine Knie hinunter. He used a magnifying glass. Verwendete eine Lupe. He examined the cracks in the floor. Untersuchte die Risse im Boden. He sprang to his feet. Sprang auf seine Füße. We have 1 hour, he said. Wir haben eine Stunde, sagte They must wait until the pawnbroker is in bed. Sie müssen warten, bis der Pfandleiher im Bett ist. They will not lose a minute. Sie werden keine Minute verschwenden. They need time to escape. Sie brauchen Zeit zu fliehen. We are now in the basement of the City Bank. Wir sind jetzt im Keller der Stadtbank. Mr. Merriweather is the chairman. Herr Merriweather ist der Präsident. He will explain to you why we are here. Wird Ihnen erklären, warum wir hier sind. It is our French gold, he whispered. Es ist unser französisches Gold, flüsterte We have been warned, it would be stolen. Wir wurden gewarnt, dass es gestohlen wird. The boxes are full of gold. Die Kisten sind voller Gold. It came from France. Es kam aus Frankreich. We never had time to unpack it. Wir hatten nie Zeit, es auszupacken. We must now make a plan, said Sherlock Holmes. Wir müssen jetzt einen Plan machen, sagte Sherlock Holmes. Cover the lamp. Decken Sie die Lampe ab. Must we sit in the dark? Müssen wir im Dunkeln sitzen? I'm afraid so. Ich fürchte, ja. I have a pack of cards. Ich habe einen Stapel Karten. But it is too dark to play. Aber es ist zu dunkel, zu spielen. We cannot risk any light. Wir können kein Licht riskieren. We must choose our positions. Wir müssen unsere Positionen wählen. These are daring men. Dies sind waghalsige Männer. We must be careful. Wir müssen vorsichtig sein. I shall stand behind this box. Ich sollte hinter dieser Kiste stehen. Hide yourselves behind those boxes. Verstecken Sie sich hinter diesen Kisten. I will shine a light upon the robbers when they appear. Ich werde ein Licht auf die Räuber scheinen, wenn sie auftauchen. You must surround them quickly. Sie müssen sie schnell
umzingeln. If they shoot, you must shoot back. Wenn sie schießen, müssen sie zurückschießen. I hid behind a box. Ich verstecke mich hinter einer Kiste. I placed my pistol on top of the box. Ich legte meine Pistole auf die Kiste. Holmes covered the light. Holmes bedeckte das Licht. We were in total blackness. Wir waren in totaler Dunkelheit. The lamp smelled of hot metal. Die Lampe roch nach heißem Metall. I was very nervous. Ich war sehr nervös. The air was cold. Die Luft war kalt. The air was damp. Die Luft war feucht. The robbers have only one escape route, said Holmes. Die Räuber haben nur einen Fluchtweg, sagte Holmes. They must return through the tunnel. Sie müssen durch den Tunnel zurückkehren. Did you place a guard, Mr. Jones? Haben Sie eine Wache aufgestellt, Herr Jones? I have placed two officers, said Mr. Jones. Ich habe zwei Polizisten aufgestellt, sagte Herr Jones. We have plugged all the holes. Wir haben alle Löcher gestopft. Now we must wait. Jetzt müssen wir warten. Now we must be silent, said Holmes. Jetzt müssen wir leise sein, sagte Holmes. We waited for 1 hour and a quarter. Wir warteten für eine Einviertelstunde. It seemed much longer. Es kam mir viel länger vor. I thought morning was approaching. Ich dachte, der Morgen würde nahen. My limbs were weary. Meine Glieder waren müde. My limbs were stiff. Meine Glieder waren steif. I did not want to change my position. Ich wollte meine Position nicht wechseln. I was very tense. Ich war sehr angespannt. My hearing was very acute. Mein Gehör war sehr präzise. I could hear the men breathing. Ich konnte die Männer atmen hören. I looked at the floor. Ich sah auf den Boden. Suddenly, I saw a light. Plötzlich sah ich ein Licht. The light became a yellow line. Das Licht wurde zu einer gelben Linie. The yellow line became an opening. Die gelbe Linie wurde zu einer Öffnung. A hand appeared. Eine Hand tauchte auf.
The hand felt the floor. Die Hand betastete den Boden. The hand disappeared. Die Hand verschwand. There was a loud noise. Da war ein lautes Geräusch. There was a scraping noise. Da war ein kratzendes Geräusch. One of the stones was flipped over. Einer der Steine wurde umgedreht. There was a hole. Da war ein Loch. The hole was lit by a lantern. Das Loch wurde von einer Laterne beleuchtet. A face appeared. Ein Gesicht erschien. The face was clean cut. Das Gesicht war klar geschnitten. The face was boyish. Das Gesicht war jungenhaft. The face looked around. Das Gesicht schaute umher. The man pulled himself into the room. Der Mann zog sich in den Raum hinauf. He stood beside the hole. Er stand neben dem Loch. He pulled up a companion. Er zog einen Partner herauf. The companion was small. Der Partner war klein. The companion was pale-faced. Der Partner war blass. The companion had very red hair. Der Partner hatte sehr rotes Haar. It's all clear, whispered the man. Es ist alles frei, flüsterte der Mann. Do you have the chisel? Hast du den Meißel? Do you have the bags? Hast du die Taschen? Oh my! Oh. Run, Archie. Run, Archie. Sherlock Holmes had seized the intruder by the collar. Sherlock Holmes hatte den Eindringling beim Kragen gepackt. The other dived down the hole. Der andere sprang ins Loch hinunter. I heard cloth tearing. Ich hörte Kleidung reißen. Jones had grabbed his pants. Jones hatte seine Hose gepackt. I saw the barrel of a pistol. Ich sah den Lauf einer Pistole. Holmes struck the man's wrist. Holmes schlug auf das Handgelenk des Manns. The pistol fell to the floor. Die Pistole fiel auf den Boden. It's no use, John Clay, said Holmes. Es bringt nichts, John Clay, sagte Holmes. You have no chance. Sie haben keine Chance. John Clay was very cool. John Clay war sehr ruhig. So I see. Ich sehe. I see my friend has escaped. Ich sehe, mein Freund ist entkommen. You only tore his pants. Sie haben nur seine Hose zerrissen. There are men waiting for him at the door, said Holmes. Dort warten Männer an der Tür auf ihn, sagte Holmes.
You have done a very good job. Sie haben sehr gute Arbeit geleistet. I must compliment you. Ich muss Ihnen Komplimente machen. And I must compliment you, Holmes answered. Und ich muss Ihnen Komplimente machen, antwortete Holmes. Your red-headed idea was very new. Ihre rothaarige Idee war sehr neu. Your red-headed idea was very effective. Ihre rothaarige Idee war sehr effektiv. Hold out your hands, said Mr. Jones. Strecken Sie Ihre Hände aus, sagte Herr Jones. You must wear handcuffs. Sie müssen Handschellen tragen. Please do not touch me with your filthy hands, said the prisoner. Bitte fassen Sie mich nicht mit Ihren schmutzigen Händen an, sagte der Gefangene. You are not aware. Sie sind sich nicht bewusst. I have royal blood in my veins. Ich habe adliges Blut in meinen Adern. Have the courtesy to address me as Sir. Haben Sie den Anstand, mich Sir zu nennen. Have the courtesy to say, please. Haben Sie den Anstand, bitte zu sagen. All right, said Mr. Jones. Alles klar, sagte Herr Jones. Please, sir, march upstairs. Bitte, Sir, gehen Sie nach oben. We will take Your Highness to the police station. Wir werden Ihre Hoheit zur Polizeiwache bringen. That is better, said John Clay serenely. Das ist besser, sagte John Clay gelassen. He made a sweeping bow. Er machte eine schwungvolle Verbeugung. We walked away quietly. Wir liefen leise weg. How can the bank thank you? Asked Mr. Merriweather. Wie kann sich die Bank bei Ihnen bedanken? Fragte Herr Merriweather. How can the bank repay you? Wie kann die Bank Sie belohnen? You have detected the bank robbers. Sie haben die Bankräuber entdeckt. You have defeated the bank robbers. Sie haben die Bankräuber überwältigt. I have a score of my own to settle with Mr. John Clay, said Holmes. Ich habe meine eigene Angelegenheit mit John Clay zu begleichen, sagte Holmes. I have some small expenses. Ich habe ein paar kleine Ausgaben. I expect the bank to refund me. Ich erwarte, dass die Bank mich entschädigt. That is enough. Das ist genug. I have enjoyed this experience. Ich habe dieses Erlebnis genossen. The experience was unique. Das Erlebnis war einzigartig. I have enjoyed this adventure. Ich habe dieses Abenteuer genossen. It was early morning.
Es war früher Morgen. We sat down. Wir saßen uns hin. We drank whiskey and soda. Wir tranken Whisky und Limonade. Holmes explained the case. Holmes erklärte den Fall. It was obvious. Es war offensichtlich. They wanted to get the pawnbroker out of the shop. Sie wollten den Pfadleier aus dem Laden heraushaben. They put in the advertisement. Sie haben die Werbung eingestellt. They rented an office. Sie haben ein Büro gemietet. It was a small investment. Es war ein kleines Investment. They would make thousands in return. Sie würden Tausende an Rendite verdienen. I became suspicious when I heard the assistant was working for half wages. Ich wurde verdächtig, als ich hörte, dass der Assistent für halbes Gehalt arbeitete. But how did you guess their motive? I asked. Aber wie haben Sie Ihr Motiv erraten? Fragte ich. There were no women in the house. Da waren keine Frauen im Haus. It could not have been a mere vulgar intrigue. Es konnte nicht eine einfache Intrige sein. The business was small. Das Geschäft war klein. It could not have been to learn the business. Es könnte nicht zur Ausbildung gewesen sein. It must have been something out of the house. Er musste etwas außerhalb des Hauses gewesen sein. The assistant's hobby was photography. Das Hobby des Assistenten war Fotografie. The assistant was always in the cellar. Der Assistent war immer im Keller. He must have been doing something else in the cellar. Er muss etwas anderes im Keller getan haben. I was sure he was digging a tunnel. Ich bin mir sicher, er hat einen Tunnel gegraben. He was digging a tunnel to another building. Er hat einen Tunnel zu einem anderen Gebäude gegraben. We went to visit the building. Wir gingen das Gebäude besuchen. I beat the pavement with my stick. Ich schlug mit meinem Stock auf den Asphalt. I wanted to know where the cellar was. Ich wollte wissen, wo der Keller war. Was it in front of the building? War er vor dem Gebäude? Was it in back of the building? War er hinter dem Gebäude? I rang the bell. Ich klingelte. I met the assistant. Ich traf den Assistenten. I wanted to see his pants. Ich wollte seine Hose sehen. I wanted to see if he had dirt on his knees. Ich wollte sehen, ob er Schmutz auf seinen Knien hatte. His pants were dirty. Seine Hose war schmutzig. His pants were worn. Seine Hose war abgetragen.
His pants were stained. Seine Hose war fleckig. We walked around the house. Wir liefen um das Haus herum. I noticed the Citibank was close. Ich bemerkte, dass die Stadtbank nahe war. How did you know they would act tonight? I asked. Woher wussten Sie, dass Sie heute Abend handeln würden? Fragte ich. They closed the league office today. Sie schlossen heute das Büro der Liga. It meant they had finished their tunnel. Es bedeutete, sie hatten den Tunnel fertiggestellt. They needed to use it soon. Sie mussten ihn bald verwenden. The gold might be moved. Das Gold könnte umgelagert werden. Today is Saturday. Heute ist Samstag. Saturday is the perfect day. Samstag ist der perfekte Tag. It would be 2 days before the bank opens. Es sind 2 Tage, bis die Bank öffnet. They would have 2 days to escape with the gold. Sie würden 2 Tage haben, um mit dem Gold zu entkommen. Your logic was perfect. Ihre Logik war perfekt. I compliment you. Ich komplimentiere Ihnen. You have understood every link in the chain, I said. Sie haben jedes Kettenglied verstanden, sagte ich. It saves me from boredom, said Holmes. Es rettet mich vor Langeweile, sagte Holmes. He yawned. Er gähnte. My life is one long effort. Mein Leben ist ein langer Versuch. To escape from boredom. Langeweile zu entkommen. Solving problems helps me to escape. Probleme zu lösen hilft mir zu entkommen. You make the world a better place, I said. Sie machen die Welt zu einem besseren Ort, sagte ich. He shrugged his shoulders. Er zuckte mit den Schultern. I suppose it is useful. Ich denke, es ist nützlich. As Gustav Flaubert wrote to George Sand. Wie Gustav Flaubert an George Sands schrieb. A man is nothing. Ein Mann ist nichts. Work is everything. Arbeit ist alles.